Hi, hier ist Milena von HCE TV. Heute sind wir beim Powerfood Team Kochen mit unserem Businesspartner der AOK Gesundheitskrankenkasse. Neben uns Jürgen Draxler, hallo. Was machen wir denn heute hier? Ja, wir wollen mehr oder weniger spielerisch Kochen erlernen für junge Männer oder für überhaupt junge Leute, die dann sehr schnell gesunde Kost zubereiten können. Und es geht jetzt hauptsächlich um gesunde Ernährung. Also was wird denn heute so gekocht und warum ist gesunde Ernährung überhaupt so wichtig? Ja, wir merken ja immer, dass sehr viele Nahrungsmittel eigentlich schlecht für den Körper sind. Sie haben ja vielleicht vor kurzem die Diskussion um die Diabetiker wieder miterlebt. Und ich glaube, deshalb ist es besonders wichtig, sehr frühzeitig anzufangen, gesund zu essen. Und wir finden halt, dass der HC Erlangen, das ist eine sympathische Mannschaft. Und wenn die da so voranschreiten, glauben wir eben, dass das bei der Bevölkerung auch deutlich besser ankommen wird. Die AOK ist ja Businesspartner des HC Erlangen. Seit wann ist es denn so? Ja, wir haben begonnen vor 2 Jahren. Da ging es schon einmal um den Aufstieg und da haben wir eben auch dieses Powerfood-Kochen durchgeführt und am Schluss hat es mit dem Aufstieg geklappt und dann haben wir jetzt gesagt, ja, jetzt gehen wir es doch wieder an, dass die Reserven, die Kraftreserven für die letzten Spiele noch ausreichen und ich glaube, das ist eine gute Idee und insoweit hoffen wir, dass dann der HC dann nächstes Jahr wieder in der ersten Bundesliga spielt. Also Sie sind selber auch Handballfan und diese Kooperation bedeutet Ihnen deswegen auch persönlich was, oder? Ja, das ist, mir macht Handball mittlerweile unheimlich viel Spaß. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich eigentlich mehr Handballfan als Fußballfan. Man erlebt was, es geht ab, es fallen Tore und die AOK ist ja auch Partner der Bundesligamannschaften bzw. der Nationalmannschaften und das ist für mich einfach ein ganz tolles Gefühl, dann so erfolgreichen Leuten dann über die Schulter schauen zu können und das ist schön. Ja. Dankeschön. Da wir jetzt schon Stimmen von der AOK-Seite gehört haben, wollen wir jetzt noch mal fragen, wie die Spieler das Event denn finden. Jonas, du schneidest den Lauch ja wie ein Profi. Hast du es in Berlin gelernt oder erst hier? Ja, also das Kompliment nehme ich erstmal an. In Berlin allerdings haben wir auch schon so eine Kochvorstellung gehabt und ich denke, da habe ich schon einiges mitgenommen. Kochst du denn selber gerne privat oder überlässt du das lieber anderen? Nee, ich koche auch selber privat sehr gerne und macht einfach auch Spaß, zu Hause dann am Training was zu machen und ja. Aber kochst du dann auch gesund oder eher nichts? Ja, wenn ich koche, dann gesund, weil das andere kann ich mir auch kaufen. Ole hat hier die schwierigste Aufgabe, die Vanilleschoten zu teilen. Ole, du machst es anscheinend öfter, oder? Ja, Vanillemark, klar, zum täglichen Sein. Mache ich gerade zum ersten Mal. Wusste gar nicht, dass das gibt. Ich hätte die sonst eigentlich so komplett reingeworfen, aber ja, wir müssen das jetzt rauskratzen. Und bin immer gespannt, wozu das führt, zu welchem Geschmacksaromen. Okay, hier geht es ja jetzt bei dir um Thema Nachtisch. Isst du gern was Süßes oder bist du eher so, der sich auf gesunde Ernährung verlässt? Süß heißt ja nicht gleichzeitig ungesund. Somit ja, gerne. Aber halt mit vernünftigen Zutaten und ich denke, das schaffen wir heute hier mit einem veganen Nachtisch und ja, also ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt auch schmecken wird. Ich glaube aber, auf gesund ist es zu 100%. Und findest du es wichtig, dass mit diesem Event auf gesunde Ernährung aufmerksam gemacht wird? Ja, wir als Sportler sind natürlich immer schon daran interessiert, uns auch gesund zu ernähren. Gesund in dem Sinne natürlich auch sportlergerecht und da helfen solche Abende, denke ich, um auch ein bisschen mehr vielleicht Variationen oder auch mal was Neues kennenzulernen. Und also ja, ich habe mich darauf gefreut und bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Das war's vom Powerfood Mannschaftskochen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Milena.